mache mir gerade bewusst, welchen Preis ich zahle, wenn ich in der Illusion des Ich lebe. Und ich erkenne, solange ich mich mit meinem Erdenkleid identifiziere, mit meiner Schuluniform und mich als Mensch fühle, solange ziehe ich die ganz normalen menschlichen Probleme in mein Leben. Erlebe Mangel, Leid, Probleme und glaube irgendwann, dass das Leben ein Problem ist. Aber in Wirklichkeit hat mein wahres Leben noch gar nicht begonnen. Solange ich in der Illusion des Ich lebe, kann ich nur etwas ändern durch die begrenzten Möglichkeiten des Tuns. Ich kann Programme für ein erwachtes Bewusstsein gar nicht empfangen und empfange nur Ich-Programme. Und ich bin damit auch noch der Handelnde und verursache ständig Karma, das mich zwingt zu inkarnieren, um es zu empfangen, auch wenn ich nur noch gutes Karma verursache. Vor allem aber kann ich nicht online gehen und mich von der universellen Weisheit führen lassen, um nur noch richtige Entscheidungen zu treffen. Ich kann so meinen Weg zu Gesundheit, Erfolg, Wohlstand und Glück gar nicht erkennen. Ich kann nicht bewusst leben in meinem vollkommen gesunden, ewig jungen, wahren Lichtkörper. Ich erkenne nicht meinen idealen Partner und wie ich mit ihm glücklich werde. Und ich kann nicht mein Schicksal, meine Zukunft, mein ganzes Leben frei bestimmen. Ich verstehe nicht die Sprache des Lebens und die Botschaft des Körpers und kann nicht vom Denken zur Wahrnehmung kommen, weil nur ein erwachtes Bewusstsein die Wahrnehmung wahrnehmen kann. Ich werde noch gelegentlich krank, werde mit der Zeit älter und sterbe scheinbar irgendwann. Erlebe immer wieder Ärger, Probleme, Sorgen, Stress, Mangel und Leid. Der vollkommene, weise, erwachte, also mein wahres Leben, muss warten, bis ich endlich bereit bin zu erwachen. Ich habe viele Fragen und weiß nicht, was zu tun ist, solange ich in der Illusion des Ich bin. Ich kann dann meine Lebensabsicht nicht erkennen. Kann nicht leben und handeln im Mastermind. Und mein unerwachtes So-Sein verursacht ein entsprechend unerwachtes Leben.
Solange ich in der Illusion des Ich lebe, bin ich auch noch kein idealer Partner und damit nicht bereit für eine ideale Beziehung und für die wahre Liebe. Aber das Schöne ist, mit einem Schritt kann ich jederzeit alles ändern. Und lebe bewusst als der, der ich wirklich bin. Vollkommenes, ewiges Sein. Und alles ist möglich.